Hallo, herzlich willkommen bei der Hobbyschrauber. Ich möchte euch heute noch was vorstellen. Und zwar habe ich mir Lenkerblinker besorgt, bestellt vielmehr. Das Ganze ging über Wisch. Und ja, die Blinker an sich selbst haben 5 Euro gekostet mit Versand in Porto, allem drum und dran. Und ja, die würde ich euch heute gerne mal vorführen, um zu zeigen, was das für Blinker sind. Es sind nachgemachte Kellmann-Blinker im Grunde, haben auch kein E-Prüfzeichen, also eben auch keine Zulassung. Ja, es gibt diese Blinker in 2 Varianten, einmal normal zum Blinken und einmal mit Weiß als Taglicht sozusagen. Ich würde euch die ganz gerne mal vorstellen auf jeden Fall. Und hole euch dazu am besten noch mal näher ran, dass ihr auch überhaupt was sehen könnt außer mich. Draußen ist Schmuddelwetter, es regnet, es stürmt. Ich hätte auch gern mal wieder was in der Garage gemacht heute, aber irgendwo ist die Meinung nicht dazu da. So, ich habe das Licht auch mal ein bisschen runtergedreht, dass man überhaupt was sehen kann. So, das sind diese beiden Blinker, die ich euch jetzt einfach mal vorzeigen möchte. Ich habe ganz normal über ein Netzteil, bringe ich mal Strom drauf. Ich finde gerade kein Relais dafür, was natürlich gerade schade ist, weil ich hätte sie auch gerne in Aktion gesehen nochmal. Aber da machen wir es eben mit Dauerlicht. Ja, erstmal, die Blinker kamen in diesen kleinen Karton an. Schöne Sache, gut verpackt, wo man eigentlich... Ja, wo es mehrere Sorten von gibt, also eben auch verschiedene Sorten. Es gibt hier hinten zum Beispiel auch mit Kunststoff, hier ist Metall, genau hier, und die gibt es aber auch durchgehend mit Kunststoff. Die knacken natürlich leicht weg, da sind die mit eingelassenen Metallverschraubungen doch besser. Das sieht man jetzt, denke ich mal. Ja, und dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal eigentlich nur das Fahrtlicht an, dass man das mal sehen kann. Nein, das waren jetzt natürlich die Blinker. Das wären die Blinker. Ja, das war eben Vorführeffekt. Und zwar wären das jetzt die Blinker. Das ist ein schönes Orange, schön kräftig, schön hell. Leistung ist jetzt gerade 12 Volt, 4 Ampere. Ja, sind ja nun auch LED-Blinker, also schön gemacht. Ja, und dann gibt es natürlich nochmal das, wie zu sagen, Abblendlicht, Abstandslicht. Das ist dann weiß. Und das kann man ja so wie als Tagfahrlicht auch nutzen. Ist allerdings ja nun nicht eh geprüft. Heißt normal nicht im Straßenverkehr einsetzbar. Gibt vielleicht den einen oder anderen, der drüber wegguckt, falls er mal angehalten wird und mal nachgeschaut wird. Ich denke mal, ganz so extrem wird es nicht sein. Aber es sind schöne Teile, die ich eventuell auch für mich nutzen werde, als Zusatzblinker, weil im Straßenverkehr ist schon sicherer, wenn man gut gesehen werden kann. Ja, das wäre es eigentlich. Das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, vielleicht mal einen Daumen hoch. Schauen wir mal. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Dann macht's erstmal gut.